Und wir kommen in diesen sehr langen Gang. Mary? What do you want, James? I brought you some flowers. Das ist ein Gespräch. I don't want any damn flowers. Just go home already. Mary, okay. What are you saying? Look, I'm disgusting. I don't deserve flowers. Between the disease and the drugs, I look like a monster. What are you looking at? Get the hell out of here! Leave me alone already! I'm no use to anyone. I'll be dead soon anyway. Maybe today, maybe tomorrow. It'd be easier if they'd just kill me. But I guess the hospital is making a nice profit off me. They want to keep me alive. Are you still here? I told you to go! Are you deaf? Don't come back! Und jetzt? Ein bisschen warten? James! Wait! Please don't go! Stay with me! Don't leave me alone! I didn't mean what I said! Please, James! Tell me I'll be okay! Tell me I'm not going to die! Help me! Ja. Ich hoffe, dass... Ja, ich glaube, das war das Ende des Gespräches. Ich weiß jetzt leider nicht, inwiefern das Gespräch das Ende beeinflusst. Ich hoffe einfach, dass ich immer noch kriege, was ich intendiere. Oh ja. Es ist alles ziemlich zerstört. Und das ist die letzte Treppe. Der letzte Aufstieg. Aber... James, warum... Was willst du von mir? Warum läufst du dauernd gegen das Geländer? Ich glaube, du hast Angst vor den Dingen, die da kommen mögen. Los, James, du schaffst das. Gib nicht jetzt auf. Wir sehen ein Bett. Und jetzt kommt eine Cutscene. Irgendwo. Mary! Bist du es? Ja, ich weiß, dass da jemand steht. Mary? Sie bewegt sich eigenartig. Bekannt. When will you ever stop making that mistake? Wir kennen diese Stimme. Mary is dead. You killed her. Maria? It's you. But I don't need you anymore. What? You must be joking. Ja, haha, nein. But I can be yours. I'll be here for you forever. And I'll never yell at you or make you feel bad. That's what you wanted. I'm different than Mary. How can you throw me away? I understand now. It's time to end this nightmare. Endlich erkennt es. No, I won't let you. You deserve to die too, James. Oh, du heilige Exkrementsammlung. Okay, wir müssen das Biest besiegen. Nein, nein! Oh mein Gott! Wir werden alle sterben. Nein, nicht heute. Nicht jetzt. Wir sind zu weit gekommen, um jetzt zu sterben. Stattdessen erschießen wir aus Wut das Gebäude. Oh, ihr Schmetterlinge, ihr seid so nervig. Das sind keine Schmetterlinge. Nein. Das sind fiese Kreaturen aus der Hölle. Hey Mary, warum hängst du da so ab? Maria. Und hier wird eigentlich eines klar. Maria war die ganze Zeit nur eine Einbildung. Eine weitere Einbildung von James. Haut ab. Ich hasse euch. Hilfe. Nein. Ein Heiltrank wäre Ampulle. Also wäre nicht Ampulle, aber eine Ampulle wäre hilfreich so. Könntest du bitte aufhören, mich zu würgen? Danke, sehr nett von dir. Hilfe. Ich brauche Dinge, die mir Macht geben. Los,
mit dieser Macht werde ich dich nun niederstrecken oder so. Ich habe keine Ahnung. Ah. Wisst ihr, dieser Raum ist eigentlich nutzlos. Warum ist die Decke weg? Das ist nicht fair. Langsam beginne ich, die Endkämpfe der Silent Hill-Reihe zu hassen. Es ist immer dasselbe. Du schießt auf ein Monster, bis es stirbt. Währenddessen wirst du aber so sehr genervt, dass es sein kann, dass du aus Gebäude schießt. Nein, dass du als Erster stirbst. Machen die mir Schaden? Ich weiß es nicht, ich hoffe es nicht. Aber Sicherheit ist besser. Oh ja, sie machen dir Schaden. Und nachladen. Was? Verlass mich nicht. Okay, dann muss die Schrotflinte halt ranhalten. Und wenn man in diesen Kampf geht ohne irgendeine Waffe, habe ich zumindest gelesen, sehr oft gelesen, deshalb nehme ich an, dass es stimmt, dann muss man eigentlich nur eine bestimmte Zeit lang hier rumrennen und überleben und der Gegner stirbt von selbst. Die Gegnerin. Oh crap. Warum dauert das so lang? Wie oft willst du denn noch meinen Schüssen standhalten? Was soll das? Okay, kein nächstes Mal. Jetzt wird abgerechnet. Nimm dieses. Und jenes. Herrje. Ich habe mich langsam schon daran gewöhnt. Stirb! Nein, nein! Das war nicht auf dich bezogen, James. Bist du ein Mann oder bist du eine Memme? Weißt du, Harald Maurer, der hätte da einfach Bats, Boom, Bang und Pum. Nein! Ich hasse dich. Nicht dich, James, aber... Mary. Oder Maria. Warum ist das alles so verwirrend? Hilfe! Okay. Wir haben genug Schuss. Wir haben genug Ampullen. Wir werden nicht sterben. Ich verspreche jedem, der dieses Video gerade guckt, wir werden nicht sterben. Weil wir nicht sterben werden. Verdammt. Aber wenn ich noch ein paar Mal das Gebäude treffe, dann stirbt es. Nimm dieses. Ja. Ba. Puh, endlich ist es vorbei. Moment, nein, nicht so. Nein, auch nicht so. Schon wieder die Karte. Nimm es auf, verdammt. Das hier wird ein epischer Moment. Auch wenn die Symbolik dahinter ziemlich krank ist, aber... Boom. So, und jetzt kommt eine Cutscene. Nein, das war Let's Play Silent Hill 2.